Ja, Friede sei mit euch und herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es jetzt um die Musikindustrie und die gesamte Entertainment-Industrie und wie das Ganze auch mit meinen vorherigen Videos auch zusammenhängt, wo es da über satanisch-rituellen Missbrauch ging und halt auch über die sogenannten Eliten, diesen uralten Baalskult. Mit Kinderopferungen, Blutritualen und so weiter und so fort, Satansanbetung und wie das in direktem Zusammenhang hier steht mit den sogenannten Celebrities hier, vor allen Dingen auch aus dem Musikbusiness, aber auch aus dem Filmbusiness, vorwiegend aber auch das Musikbusiness. Das, ja, das Pornobusiness werde ich hier mal außen vor lassen, aber auch auf das trifft dasselbe zu. Und zwar, ja, geht es hier auch, wie gesagt, um direkten Kontakt mit dämonischen Entitäten. Wie das auch schon in meinem einen Video, eine Historie des Bösen, Teil 3 war es dort, glaube ich, von der Frau dargelegt wurde. Wer sich so etwas anschaut, der öffnet sich dort diesen dämonischen Entitäten und ist in direktem Kontakt mit diesen sozusagen, in direkter Kommunikation. Und geht sogenannte, ja, Verträge ein, sozusagen. Es ist so, als wenn man einen Vertrag unterschreiben würde, bildlich gesprochen. Und ja, dann hängen einem sozusagen diese Entitäten dann an. Und auch hier auf das Musikbusiness bezogen. Dort haben viele, viele Künstler, Dutzende haben davon immer wieder gesprochen, dass dort ein Vertrag geschlossen wird, der mit dem eigenen Blut unterschrieben wird, wo dann der Künstler unterzeichnet, dass er seine Seele dem Satan verkauft, im Gegenzug dafür Ruhm und Reichtum bekommt. Ja, auch das wird von vielen Leuten belächelt und einfach nicht ernst genommen, aber solche Leute sind die allerersten. Das, ja, das Kanonenfutter sozusagen für den Satan. Die allerersten, die getäuscht werden, hinters Licht geführt werden im wahrsten Sinne des Wortes. Und wie gesagt, das ist einfach nur Kanonenfutter für den Satan. Leichter kann man die Menschen nicht täuschen oder in die Irre führen und die Seelen nicht einkassieren sozusagen. Und ja, es ist erschreckend, wie das einem unter die Nase gerieben wird, vor allen Dingen auch hier im Musikbusiness. Es wird alles offengelegt in der schreckendster Art und Weise, wie ich hier auch gleich noch in vielen Videos dort darlegen werde. Am erschreckendsten war das dort bei einem Künstler namens Travis Scott. Ich glaube, das war ein wie hieß das Konzert? Astro irgendwas. Und da sind mehrere Menschen auch zu Tode gekommen bei diesem satanischen Ritual. Es war nichts anderes als ein satanisches Ritual, wo mehrere Menschen zu Tode gekommen sind. Und der Künstler selbst, dem war das vollkommen egal. Der hat dabei weitergemacht und die Symboliken, die dort zu sehen sind, die könnten nicht offensichtlicher sein. Und es wird einem unter die Nase gerieben. Das machen diese Eliten sowieso ganz, ganz gerne. Es einem direkt unter die Nase zu reiben, dass es schon so offensichtlich ist, dass es schon wieder lächerlich ist. Und deswegen die Menschen auch nicht glauben können. Vor allen Dingen dann auch wegen der, ja, Anschuldigung dieser, ja, dieser riesigen und böswilligen Anschuldigungen dann von Kindermorden. Blut trinken, Fleisch essen, Herzen von Kindern essen und dergleichen. Das ja, will einfach nicht in die Köpfe der meisten Menschen gehen. Die können sich so etwas nicht vorstellen. Vor allen Dingen kommt ja auch noch hinzu, dass hier diese Celebrities in den meisten Fällen, je jünger, desto mehr natürlich auch dann auch regelrecht anbeten. Ne? Wir werden das auch am Beispiel von Michael Jackson uns noch anschauen. Dem sogenannten King of Pop. Na, und ja, wenn er noch so eine sogenannte oder so, ja, sozusagen eine emotionale Beziehung
zu diesen Celebrities besteht, mit den meisten Menschen, und sie diesen Künstler auch noch dann, wie gesagt, mehr oder weniger verehren, dann geht es dort noch umso weniger in die meisten Köpfe dort hinein. Und selbst die offensichtlichsten Zusammenhänge und Beweise, auch gegenüber jetzt Michael Jackson im Speziellen, werden einfach nicht zur Kenntnis genommen, überhaupt nicht wahrgenommen, werden ignoriert. Und dann, ja, die Leute können sich das schlicht und ergreifend nicht vorstellen, und dann ist es für sie halt auch nicht wahr. Ne? Selbst wenn Tonnen an Beweisen dafür da sind, die einfach nur für sich selbst sprechen, auf die ich auch noch dann gleich eingehen werde, selbst dann wird es geleugnet und ignoriert. Und wie gesagt, ein leichteres Kanonenfutter kann es für den Satan nicht geben als das. Und auch hier haben wir hier eine Künstlerin, bin mir nicht sicher, wie ihr Name ist, die ja auch direkt sagt, wer, ne, irgendwas werden will, wer berühmt werden will, der muss seine Seele verkaufen, indem er dort einen Blutvertrag mit dem Teufel macht. Ich habe das jetzt hier nicht übersetzt, das Video. Ist alles in Englisch, und ich werde das immer nach für nach dann euch übersetzen und das dann auch kommentieren. Und ja, vergebt mir, wenn ich da hier und da das nicht perfekt übersetze. Ich werde das jetzt auch so ein Stegreif machen. Ich hoffe, das klappt einigermaßen. Hier ist dann auch oftmals es so, dass es hier auf die Bilder ankommt und nicht so sehr auf das perfekt übersetzte Wort. Und da, wo es wichtig ist, da werde ich dann halt auch ins Detail gehen. Und ich werde euch das jetzt nach und nach abspielen und dann immer wieder pausieren, um das dann zu erklären. Wie gesagt, sie sagt jetzt hier im Anfang, dass wer was werden will, wer berühmt werden möchte in Hollywood, sei es jetzt schauspielerisch, sei es musikalisch, der muss einen Vertrag mit dem Satan machen und seine Seele an ihn verkaufen. Und ja, es ist auch bekannt, dass das Dutzende von Künstlern immer wieder offen zugegeben haben, dass sie das getan haben. Ja, es wird aber irgendwie nur belächelt und nicht ernst genommen. Und es wird nicht erkannt, dass das eins zu eins der Fall ist. Und ich werde jetzt hier einfach mal beginnen, das euch abzuspielen und dann, wie gesagt, immer wieder pausieren. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Moved us all out to Hollywood, moved us all out to New York, chasing gold statue, literally signing a contract and selling our souls. They got contracts out there that say you can't say Jesus. Ja, das war Kanye West. Auch er hat das hier, er hat extra das Wort literally benutzt. Das heißt, wortwörtlich muss man einen Vertrag unterschreiben. Und er hat auch dort gesagt, dass dieser Vertrag besagt, dass man den Namen Jesus nicht aussprechen darf, jedenfalls nicht in ja, preisender Art und Weise sozusagen, sondern wenn dann überhaupt, um ihn zu verunglimpfen, auch das werden wir gleich sehen, dass das dort die zentrale Message ist sozusagen in diesem Business, wie auch Musik, wie auch Filmbusiness. Dass dort der Name Jesus Christus oder halt auch das Christentum an sich dort immer wieder verunglimpft wird und beleidigt wird aufs Übelste, in den Dreck gezogen wird und ja, dort einfach Schindluder mitgetrieben wird. Ja, es ist bei keiner anderen Religion der Fall, bei keiner anderen Person so sehr wie bei Jesus. Und das ist kein Zufall, ganz gewiss nicht. Und in allererster Linie geht es natürlich auch darum, alles Unheilige dort, alles Satanische, wo dann der Satan sozusagen dann Anrechte auf diese Menschen bekommt, aufgrund ihrer Sünden, der Unzucht auch vor allem und jeglicher Art von Gottlosigkeit. Das wird dort vermittelt in den Musikvideos in allererster Linie, aber auch natürlich in den Filmen. So, dass der Mensch nicht etwa wie durch das Heilige Gesetz für jedes gute Werk gerüstet ist, sondern für jedes gottlose Werk und ja, einfach nur dann gesetzlos sozusagen ist und
Gott und Jesus dann ablehnt, verhöhnt und ja, wie gesagt, für jegliche Art von Gottlosigkeit dann offen ist und dieses dann auch tut und praktiziert. So, jetzt geht's hier nochmal weiter. There is no shortage of celebrities that have admitted their affiliation to evil. Some of them have explicitly admitted selling their souls to the evil one. Ja, auch hier wird gesagt, dass die Künstler keinen Hehl daraus machen, dass sie mit dem Bösen im Bunde stehen. Ne? Das tun sie auch immer wieder durch Symboliken. Da gibt es drei ganz besondere Symboliken, die immer wieder auftauchen, die eigentlich jeder einzelne Musiker schon mit diesen Symbolen posiert hat. Das ist vor allen Dingen einmal dieses das Auge, das eine zugehaltene Auge, dass dann das eine Auge nur noch zu sehen ist. Das ist dann, wie Rihanna selbst gesagt hat, ein Eingeständnis sozusagen, dass man damit sagt, dass man ein Satansanbeter ist, ein Satan-Worshipper. Und wie gesagt, das finden wir immer und immer wieder in Videos, auf Albumcovers und so weiter und so fort. Dann gibt es auch noch eine Pyramide, wo dann die beiden Arme hochgehalten werden und dann beide Daumen und Zeigefinger beider Hände aneinander gefügt werden, sodass dann eine Pyramide sich daraus ergibt, dass auch das allsehende Auge, die Spitze der Pyramide dann symbolisiert, auch natürlich dann ein Symbol dafür, dass man sich, dass diese Leute sich dem Satan zuschreiben sozusagen, dass das ihr Gott ist. Und ja, das erstmal dazu. Jetzt geht es hier nochmal um Bob Dylan, der ebenfalls auch ein One Jude of them, ist. Bob Dylan, a renowned American singer and songwriter, made one of the boldest admissions ever in a sudden interview. This couldn't be more obvious. Take a Well, it look. goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Ja, er sagt, er hat einen Handel sozusagen abgeschlossen, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist, sprich halt reich und berühmt. Und jetzt wird er gleich gefragt, mit wem er diesen Handel denn abgeschlossen habe. Und er spricht den Namen nicht direkt aus, will ich ihn nicht direkt aussprechen, damit es nicht, ja, wie soll ich sagen, damit es halt nicht direkt ausgesprochen ist, aber es kann nicht offensichtlicher sein. Schauen wir uns das nochmal eben an. Should I ask who you made the bargain with? With the chief commander. On this earth? In this earth and then in a world we can't see. Er sagt hier mit dem Chief Commander dieser Erde und der Welt oder dieser Welt und der Welt, die wir nicht sehen können, sagt er hier. Und ja, dass damit der Satan gemeint ist, ist einfach nur offensichtlich. Und ja, And Bob freut sich dabei auch Dylan noch. is not alone here. If this were one person making jokes about selling their soul, then maybe we could just take it as it is, a joke. But it's not one or two individuals making these admissions. There are many, many admissions that have been made, both explicitly and implicitly. I do not have to be a rocket scientist to see that Sam Smith, yes, this guy, changed from this to this. Or to see that Lil Uzi Vert has a strange passion for satanic symbols. So Lil Uzi Vert decided to get a new tattoo. Ja, hier so ein weiterer Rap-Künstler, der ist hier anscheinend als Mode-Fashion betrachtet, hier sich mit umgedrehten christlichen Kreuzen dort dicht zu tapezieren, sei es jetzt hier ein Tattoo auf seiner Zunge oder auch Ketten und dergleichen live dann auf der Bühne, dort irgendwelche Symboliken durch Lichttechnik und so weiter und so fort. Und ich werde auch nochmal darauf eingehen, dass das immer wieder im Zusammenhang halt auch mit Juden steht, mit dem Judentum direkt, die dort aus dem Hintergrund diese gesamte Entertainment-Branche beherrschen. Das sehen wir schon bei Michael Jackson, der dort ebenfalls in Kontakt stand und von solchen
Leuten halt mehr oder weniger gemanagt wurde, die ja sozusagen im Hintergrund dann die Fäden gezogen haben. Da werde ich noch gleich drauf ein. Er selber hat das auch gesagt und ausgesprochen. Und dann sehen wir auch, dass das gesamte Rap-Hip-Hop-Business seit den 80er Jahren schon von einem jüdischen Mogul sozusagen da beherrscht wird, der darüber entscheidet, wer dort Verträge bekommt und vor allen Dingen auch, was dort in der Musik, sogenannten Musik, dann rübergebracht wird. Ne, was, wie gesagt, nur dazu dienen soll, alles Unheilige dort zu proklamieren und zu verherrlichen. Da werden wir dann gleich aber auch noch näher drauf eingehen. Schauen wir uns erstmal weiter an. Da braucht man auch nicht viel zu sagen. An upside down cross on his tongue. So the upside down cross on his necklace wasn't enough. Four upside down crosses on his necklace wasn't enough. An upside down cross on his ear wasn't enough. Upside down crosses at his show was not enough. Him saying he makes a city girl believe in Satan was not enough. Him saying he sold his soul was not enough. Ja, auch er hat zugegeben, dass er seine Seele verkauft hat an den Satan, und er hat auch gesagt, dass er dafür sorgen wird, dass die Stadtmädchen sozusagen dann an den Satan glauben werden. Denn das sind diese Künstler letztendlich, es sind die Seelenfänger des Satans. Das ist ihre Aufgabe. Dafür bekommen sie dann auch den Reichtum und den Ruhm und wahrscheinlich sogar dann auch noch versprochen, dass dann, wenn sie so viele Seelen wie möglich dann für den Satan gewinnen und für ihn einholen sozusagen, dass sie damit ihre eigene Seele retten können, was natürlich nicht der Fall sein wird. Auch hier nochmal wieder Kanye West. Was not enough. Kanye West verbally admitted this. I ain't taking no slice from nobody. It's God. That's the only person that I serve. My mama ain't here. My mama was sacrificed. Das habe ich im letzten Video schon einmal gezeigt. Er spricht hier über Gott. Wagt es auch noch, den Namen Gott in den Mund zu nehmen. Er hat seine eigene Mutter geopfert dafür, um da hinzukommen, wo er jetzt ist. Wie auch viele andere Celebrities. Er spricht das hier auch an gleich. Hören wir uns das mal weiter an. You too. You understand? Yeah. I appreciate Michael Jordan. What about him? His daddy, right? Bill Cosby, his son. Ja, Michael Jordans Vater ist dann auf mysteriöse Weise gestorben. Natürlich auch als Opfer, oder der Sohn von Bill Cosby heißt es hier. Und er sagt hier, dass dann in Hollywood immer wieder auf ja, mysteriöse Art und Weise sozusagen für diejenigen, die zu blind sind, um zu sehen und zu verstehen, was dort passiert, dann immer wieder verschwinden. Und das sind nichts anderes als Opfer, die diese Leute darbringen müssen, um dorthin zu kommen, wo sie dann sind, mit Reichtum und Ruhm, Berühmtheit. Right? Dr. Dre, his son. You're Dr. out in Dre's Sohn. Hollywood. A lot of people come up missing. Feels Was man hier auch noch sagen kann, dass es fast immer so ist, dass diese Celebrities dann, gerade auch bei Kanye West, ja, sein erstes Album, soll es noch den Anschein erwecken, als ob er hier ein gläubiger Christ wäre. Das ist sehr, sehr oft auch bei Katy Perry und. Das sind immer dann irgendwelche Christen, die aus dem Gospel-Hintergrund dann kommen. Katy Perry hat vorher nur Gospel-Musik gemacht. Und dann auf einmal, also das ist dann natürlich auch, um vor allen Dingen dann auch, wie es dort in der Bibel heißt, die Auserwählten zu täuschen. Die Auserwählten in dem Sinne, die halt an Jesus glauben. Ne, um erstmal ihr Vertrauen zu gewinnen, sich dort einzuschleichen und dann, dass die Christen denken, ach, hier, guck mal hier, das ist ja auch ein Christ, der glaubt an Jesus und so weiter, voll gut und so, ne, das finde ich gut und hier und da. So, und dann auf einmal, ja, kommen dann solche Dinge, wo sie da einfach ihre Seele verkaufen und das auch offen zugeben und für materielle Dinge und Liebesersatz, ne, wie es in der Szene Schriftrollen genannt oder bezeichnet wird, dafür dann ihre Seele verkaufen und alles verraten, wofür Jesus jemals gestanden hat. Und ihn sogar öffentlich in ihren Videos dort verhöhnen und den Satan öffentlich anbeten. It's like it might be a lot of that in order to control, traumatize. They want to monetize and traumatize. Ja, er sagt hier nochmal, they want to monetize and traumatize. Also die wollen natürlich in allererster Linie auch Geld machen. Die Menschen, die dahinter stehen, viel mehr, aber dann halt auch traumatisieren.
ne, Trauma-Based Mind Control, traumabasierte Gedankenkontrolle auch, ne? Das bezieht sich nicht nur allein auf die Künstler, die ja dann solche Monarch-Programme oder das Monarch-Programm sozusagen in Bezug auf MK Ultra. Ne, das habe ich auch schon in mehreren Videos erwähnt, dass dort das einfach nur Marionetten sind, die dort bei denen Alter Egos geschaffen wurden, die dann halt beliebig programmiert werden können. Das sieht man ganz besonders an solchen Celebrities wie zum Beispiel Britney Spears, aber auch vielen anderen, die einfach nur perfekt dafür sind, um als Marionetten des Satans dann im vor allem auch Musikbusiness dann die Menschen zu täuschen und die Agenda des Satans dort ihnen zu vermitteln sozusagen. So if anyone out there is doubting that God is real, I'd like to say this. If there's a greater darkness, then there's certainly a greater light. See what the kingdom of darkness has done to humanity. Open your eyes and see how this evil kingdom has enslaved the world in gross darkness. See the fruit of the secular entertainment industry, mostly evil. In the movies, they push agendas that cause people to sin. You see the use of passwords that influence the way our whole generation speak. Even the name of Jesus, the most holy name, is used as a cuss word. I have even watched someone who grew up as an atheist admit recently that the only way he got to know about Jesus Christ was because he heard his name being used as a cuss word. The worldly music encouraged things like murder, sexual immorality. Ja, wie schon angesprochen, alles Gesetzlose wird dort verherrlicht und bildlich dargestellt, um die Leute dort, deren Gehirne zu waschen und damit zu verunreinigen, zu verschmutzen, zu injizieren sozusagen. Jede Form der Unmoral, der Liebe zu Geld, zu allem Materiellen. Dort wird Blut und Mord verherrlicht, vor allen Dingen auch im Rap-Business, damals im Hip-Hop. In den Anfängen war es noch nicht so. Da wurden dort auch Texte geschrieben, sage ich jetzt einfach mal, mit Sinn und Verstand noch und was man auch als Kunstform bezeichnen konnte. Auch wenn das vielleicht nicht jetzt irgendwie ja, besonders christlich oder wie auch immer gewesen ist, auf jeden Fall war es nicht so Satan verherrlichend, wie es heute ist. Und es ist dort keinerlei lyrische Message mehr in den Texten, nichts, aber auch gar nichts, sondern nur irgendwelche stumpfe, ja, irgendwelche stumpfe Reime, die nur, wie gesagt, all das Weltliche hier verherrlichen. Und wie gesagt, dann Dinge wie Mord, Raub, Drogen, Missbrauch, Alkohol, all diese Dinge dann als was Tolles darstellen lassen oder rüberbringen, sodass die Leute dann glauben, dass diese Dinge, dass es cool wäre, in Anführungsstrichen, solche Dinge zu tun. Eben hatte auch derjenige hier nach meinem gesagt von diesem Video, dass teilweise sogar Atheisten die einzige Art und Weise oder der einzige Weg, durch den sie den Namen Jesus dann erfahren haben, überhaupt davon, das ist dann durch irgendwelche Wörter sozusagen in irgendwelchen Filmen, wo dann sogar der Name Jesus hergenommen wird, um ja zu fluchen, dann halt auch in schlechten Zusammenhang dann erwähnt wird und so weiter und so fort. The love of money. Sasha Fierce is a part of me. That's why. Hier haben wir Beyoncé, auch eine ja eine Hexe sozusagen, die Witchcraft praktiziert. Denn nichts anderes ist das, was die Künstler dort machen. Das ist Witchcraft, sodass die Fans und Zuschauer dazu bewogen werden, die Entitäten dort anzubeten, anzuhimmeln, die dort hinterstehen, mit denen diese Künstler sich vereinigt haben. Durch irgendwelch ein Blutritual auch immer. Und sie spricht hier von Sasha Fierce. Viele, viele Künstler selbst. Schauspieler wie auch Denzel Washington und so weiter und so fort sagen das immer wieder oder haben das mehrfach gesagt,
dass dort irgendwelche Entitäten sie übernehmen sozusagen, während sie performen, sozusagen. Also sei es jetzt musikalisch auf der Bühne oder sei es jetzt auch schauspielerisch vor der Kamera. Und sie geben zu, dass sie ohne diese Alter Egos, diese Entitäten, die mit denen sie dann eins sind, die dann sozusagen übernehmen, die sie dann übernehmen, dass sie ohne diese nicht so performen könnten. Auch hier sagt Beyoncé, dass sie selber ja so relativ schüchtern sei, aber Sasha Fierce ist es genau das Gegenteil davon und ja, ohne den könnte sie das nicht tun. Das finden wir mehrfach. Da werde ich auch gleich noch mehrere Beispiele für geben. The name of the album was I Am Sasha Fierce, because it's all the same. She lives within. Ja, I Am Sasha Fierce hieß ihr Album und sie sagt, sie lebt in mir. She claims that she even wants a whole video to feel possessed. I want to be so wild, almost possessed. Hier sagt sie, dass sie in dem Video sehr wild rüberkommen will, regelrecht besessen. Schauen wir uns das mal an, wie sie sich dort bewegt. And I want the whole video to feel possessed. I want. Sie will, dass das ganze Video rüberkommt als wie eine einzige Besessenheit. I want the whole video to feel possessed. I kind of get possessed by the devil when I'm performing. Auch da sagt die eine Künstlerin gerade, dass sie vom Teufel besessen ist, während sie performt, sozusagen singt und dann auch tanzt, wie auch immer. Hier haben wir jetzt Freddie Mercury. The late Freddie Mercury, who was also a very popular artist for the band Queens, once stood up on stage and said the following. Queen's frontman Freddie Mercury definitely understood that the devil was gifting him with riches and worldly fame. Ja, hier gibt er gleich zu, dass er stellt dort gleich ein paar Diamanten zur Schau, die er da an der Hand hat, und sagt dann wortwörtlich, dass diese ihm vom Satan selbst geschenkt wurden. Wie das ja auch der Preis dafür ist, ne, dafür, dass sie seinen Willen hier auf Erden dann tun, ihre eigene Seele verkaufen und dafür sorgen, dass so viele Seelen wie möglich dann irgendwie diesen Dingen dann zum Opfer fallen. Und dafür kriegen sie dann weltliche Dinge, materiellen Reichtum und auch weltlichen Ruhm und Berühmtheit. While playing live at the Rainbow in London, Mercury held out his hand, showing off his diamond-studded black glove, declaring that it was a present from Satan himself. Do you like my claws? The real diamonds. It's a present from the devil himself. It's a present from the devil himself. You don't believe me? They don't believe me. Ja, er macht sich noch darüber lustig, wie sie es alle tun. Ne? Er sagt es ihnen dort hinten ins Gesicht und trotzdem glauben sie ihm nicht. Mercury confessed that Satan, also known in the Bible as Beelzebub, set a demon aside. Ja, er gab sogar zu, dass Satan, der Beelzebub sozusagen, einen Dämon für ihn bereitgestellt hat. Ne? Nämlich einen Dämon, mit dem er dann verbunden wird und der dann ihn so performen lässt, ja, wie er es da tut. Damit er dann ein, wie soll ich sagen, großer Künstler ist, den die Menschen natürlich auch dann toll finden oder sogar anhimmeln. Aber diese Fähigkeiten kommen nicht von ihm, sondern durch diese Dämonen, diese Entität, die dort mit ihm in einem Ritual dann verbunden wird. Mercury makes this stunning declaration in Queen's famous song, Bohemian Rhapsody. Es wird ja auch hier sogar in diesem Song dort gesagt, der Beelzebub hat einen Devil, also einen Dämon für mich bereitgestellt. Für mich heißt es hier. And sometimes otherworldly musicians will get on stage to sing, and it's like something takes over them. And it's them that admit these things. It is not a far-fetched theory or anything. Listen carefully to what they are saying. I released a gospel record when I was 15, because I grew up in, a household where all I ever did was listen to gospel music and.
Ja, hier haben wir jetzt Katy Perry. Da sagt sie, sie hat Gospelmusik gemacht, als sie 15 war, ist auch mit zwei also eine Pastorenfamilie aufgewachsen, die dort wandernde Pastoren waren sozusagen. Sie wollte dann aber die Amy Grant werden sozusagen, die neue Amy Grant, aber das konnte sie nicht und dann ja, war ihr das nicht genug und dann hat sie dann ihre Seele an den Teufel verkauft, sagt sie dort gleich My wortwörtlich. parents are both traveling ministers, and so I kind of sang about, you know, what was going on in my life at 15 and that's how I got introduced to the music industry. Because I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Auch hier jetzt Madonna. Da sieht man mal, mit welchen Symboliken dort gearbeitet wird. Auch hier Kendrick Lamar. She went so far as to use mock Christian imagery with a choir singing in the background while she sang about being born again. Ja. Sie sang über Wiedergeboren werden. Damit ich auch nochmal auf mein Video verweisen, eine Historie des Bösen Teil 3, wo die Frau davon erzählt hat, von Berichten von Opfern von satanisch-rituellem Missbrauch. Und da haben ja auch die Opfer davon berichtet, dass für diese Eliten, für diese Illuminaten, wie man sie auch nennen will, Analverkehr ist wie eine Wiedergeburt. Und dass es der Sex des Satan ist und dass es auch ein Initiationsritual ist, das schon an Kleinstkindern durchgeführt wird, an dreijährigen Kindern. Ne? Auch das sollte uns an den Judaismus erinnern, an die Juden erinnern, denn Kinder ab 3 Jahren und einem Tag sind laut dem Talmud ja geeignet für den Geschlechtsverkehr. Und man kann dort dann sozusagen legal, in Anführungsstrichen, legitim mit dreijährigen Kindern dort sexuelle Dinge vollziehen. Das muss man sich mal vorstellen. Und wie gesagt, das ist hier kein Zufall, dass auch Madonna davon spricht, being born again, vor allen Dingen auch in dem Kontext, der jetzt gleich noch da angesprochen wird. And on my knees in the dark. Ja, auf ihren Knien im Dunkeln. Was sagt uns das? Also offensichtlicher könnte es wirklich nicht mehr sein. Dark. Und das ist wieder mal, wie gesagt, eine Verhöhnung des Christus und der wahren Wiedergeburt durch den Geist der göttlichen Liebe. Und das ist, wie gesagt, nichts als eine Entheiligung, eine Schändung und eine Verhöhnung dessen. Und wie gesagt, hier im Vordergrund dann ein Gospelchor, ne, und im Hintergrund dann aber diese ganzen Dämonen, die das hier wohl repräsentieren soll, mit irgendwelchen Hörnern auf den Kopf aufgesetzt. Und sie singt dort, wie sie sich dort, ja, wie soll ich sagen, ohne anstößig zu werden, wie sie sich von hinten dort rannehmen lässt. And then like Satan himself about falling from heaven, as she's depicted as falling from heaven on the Grammy stage. Ja, auch das eben, ne? Wieder mal, wie es eben schon gesagt, dass der Satan wie ein Blitz vom Himmel gefallen ist, wird dort bildlich dargestellt. Hier haben wir wieder diesen Lil Uzi Vert, oder wie er heißt, ein Rapper. The rapper Lil Uzi Vert on the Rolling Loud Music Concert stood on the stage that was filled with crosses all behind him while wearing a belt with interconnected buff. Auch das hier, schwarz-weiß, ist letztendlich eine satanische Farbkombination und er hat ja auf diesem Kostüm waren halt unzählige Baphomet-Pentagramme aneinander gefügt. Baphomet symbols. The rapper even performed this before this whole huge crowd, and I'm going to quote him. I'll make a city girl. Ja, das habe ich eben schon angesprochen. Da hat er das wieder auf der Bühne sogar offen angesprochen und zugegeben, angekündigt. Ne? Ich werde statt Mädchen dazu bringen, an Satan zu glauben. Und genau das tun diese Leute auch. Nicht nur an ihn zu glauben, sondern ihn zu verehren und ihn anzubeten, im wahrsten Sinne des Wortes. Believe in Satan. That's exactly what he said in front of all these crowds. Many people have been openly ringing the alarm that the secular music industry. Schaut euch das an, eben wie viele Menschen dort eben versammelt waren zu diesem Konzert. Und was das im Endeffekt letztendlich ist, das ist ein nichts anderes als ein satanisches Ritual, bei dem diese Leute dazu gebracht werden,
in eine Energie versetzt werden sozusagen, die diesen Künstler dort anbetet und eins in eins sozusagen ja mit ihm werden lässt, mehr oder weniger, und ihn dann anbetet, all seine Energie sie ihm zukommen lassen und letztendlich auch natürlich den dämonischen Entitäten, die dahinter stehen und dem Satan selbst. Is influenced by the evil one. And these days, the enemy is not even trying to hide. However, it seems that many people in our generation have decided to purposefully turn a deaf ear and look away at all these giving signs. Even the rapper Lil Uzi Vert himself, whose name, and I discovered this recently, sounds awfully like this when repeated many times. Listen, even if you say this man's name over and over again fast, Lucifer, 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 Lucifer. Y'all think it's some kind of coincidence? No, the spirits that be attached to these people are smart. Ja, er hat's gerade gesagt, habt ihr, brauche ich wohl nicht übersetzen, dass sein Name, wenn man ihn schnell und immer wieder ausspricht, eigentlich dann Lucifer ergibt, was kein Zufall ist. Und er sagt es ja auch nochmal, die Spirits sozusagen, die bösen Geister, die diesen Künstlern dann anhängen, meistens ist es ja einer, der dann auch von ihnen einen Namen bekommt, wie zum Beispiel Sasha Fierce oder auch bei Nicki Minaj war es Roman und so weiter und so fort. Da gibt es viele, viele Beispiele. Und ja, schauen wir mal weiter. Even he has many times been hinting at who his, and I quote, God is. Ja. Auch das, wie gesagt, schon angesprochen, sie machen keinen Hehl daraus, wer ihr Gott ist und wer dort angebetet wird. Und trotzdem schreien und kreischen diese Menschenmassen dort und himmeln ihn an und denken, das Ganze wäre irgendwie nur ein Spiel oder dergleichen. Ja, wie gesagt, Kanonenfutter, sage ich da nur. Yet millions of young people are still ignorant to this. Take a look. I sell my soul, I sold my soul for you. Auch das jetzt, hört euch das an. Er sagt, er hat seine Seele für euch verkauft. Er spricht hier zu seinen Fans. Ne? Und hören wir uns an, was er weiter sagt. Now figure that out. Ne? Er sagt hier, ja, macht euch mal Gedanken drüber, was das bedeutet, dass ich hier sage, ich habe meine Seele für euch verkauft. Tell me that I sell my soul, I sold my soul for you. For all you motherfuckers that's on here, that's asking me that I sell my soul, why the fuck is y'all on here if y'all think I sold my soul? Er sagt, er fragt sie jetzt auch, ne, wenn sie ihm da unterstellen, er hätte seine Seele verkauft, was, ne, warum sind sie dann in seinem, weiß ich nicht, Podcast oder was das da ist und warum folgen sie ihm dann? Ne, und er sagt jetzt hier Folgendes. You're coming right with me, you dummies. Er sagt, you're coming right with me, ihr Idioten oder ihr Dummies. Und was er damit meint. Das werden wir auch gleich, sagt er jetzt nicht hier wortwörtlich, das ist aber natürlich damit gemeint, dass sie genau mit ihm zusammen in die Hölle gehen werden. Und auch das werden wir gleich noch wortwörtlich auf der Bühne von ihm oder einem anderen Künstler, ich bin mir nicht ganz sicher, dort sehen, dass er das dort wortwörtlich auch zu ihnen sagt. Und ja, auch bei diesem Travis Scott Konzert wird dasselbe gesagt. Und genau das ist es. Genau das ist es. Sold my soul. I swear to Lucifer. Auch hier war nochmal eben Katy Perry wieder zu sehen, wo sie gesagt hat, sie hat ihre Seele verkauft und einen anderen, bei einer anderen Gelegenheit. Hier sozusagen die widerlichste Künstlerin in Anführungsstrichen von allen in meinen Augen. Hier Lady Gaga, völlig Psycho. Und es kommt mir bei ihr so vor, als sei sie pausenlos auf Adrenochrom, weil sie immer, die ist nicht bei Sinn, diese Frau. Man muss sich mal Interviews von der anschauen, als wenn die pausenlos auf LSD ist und völlig von der Realität abgetrennt ist. Und dort immer wieder offen und für jeden, der offene Augen hat, dort Dinge ausspricht, die einem den Leuten einfach nur unter die Nase gerieben werden. Und es wird schlicht und ergreifend nicht wahrgenommen und erkannt. Es wird einfach nur, weiß ich nicht, als Spiel oder als Phrasen irgendwie dann wahrgenommen. Aber die Dinge sind eins zu eins so, wie sie es sagen. Auch hier Kanye West nochmal, da hat er so ein
Reim auf der Bühne gesagt, I sold my soul to the devil, but it was a crappy deal, sagt er, but at least it came with some toys like a happy meal. Ne, also auf Deutsch, ich habe meine Seele an den Satan verkauft, es war ein ja, beschissener Deal, um so zu sagen. Aber wenigstens kam es mit ein paar Spielzeugen sozusagen, wie ein Happy Meal bei McDonald's, sprich halt mit irgendwelchen ja, Häusern, Autos, Villas, Yachten und so weiter und so fort. Materielle Dinge halt. Ne? Why is your hand over your eye? Ja, hier wird jetzt Rihanna gefragt, warum sie dort ihr eines Auge verdeckt mit ihrer Hand, wie hier zu sehen ist. Und dann lacht sie und sagt dann, ja, natürlich, weil ich eine Satansanbeterin bin. Es liegt da auf der Hand. There are many celebrities that thank God every time they receive an award. Thank God for just this experience and for my family and my friends and for my boyfriend that's here with me tonight. Now, first. Ja, hier geht es nochmal darum, dass hier diese Satans Seelenfinger hier, wenn sie dort irgendwelche Preise gewinnen, immer zuerst an Gott danken, natürlich ihrem Gott, ne, der kein anderer ist als der Satan. Und ja, dann immer dort ist so rübergebracht werden soll, als wären sie dann irgendwelche, als sei das der christliche Gott sozusagen. Und als wären sie gottesgläubig und gottesfürchtig. Stop, I want to thank God, because that's who I look up to. I want to thank God. I know none of this is possible. God, I love you. Hallelujah. Thank you, Father God, for putting me through what you put me through. The list goes on and on and on. Even Tyrese Gibson, the movie star, did not hesitate to point this out. Whenever. Ja, es ist Tyrese Gibson und er sagt jetzt hier, dass erstens, wer dort dieser Gott ist, den sie dort immer erwähnen. Und wie gesagt, sie öffentlich in diesen ja, wenigen Gelegenheiten, einmal im Jahr so ungefähr, sagen sie dann, sie würden Gott danken und sie würden an Gott glauben und so weiter und so fort. Aber den Rest des Jahres tun sie dann genau das Gegenteil und verherrlichen dort den Satan und beten ihn an. God is mentioned at the Grammys or God is mentioned at the Oscars or football games, basketball games or when you get $100 million contract, I want to just thank God because without God and my mom and my family, I mean, it's kind of it. They don't talk about God no other time publicly other than a big moment happening. And yet, people are worshiping the devil publicly all year long. Ja, hier sagt das. Reden von Gott in solchen Momenten, wo sie dann irgendwie da geehrt werden oder dann 100 Millionen Dollar Verträge unterschreiben, sagt er hier, aber doch, den ganzen Rest des Jahres verehren sie, verherrlichen sie dort öffentlich in ihrer sogenannten Kunst dann den Satan. The whole music video had devil worshiping in it. Y'all see this shit. Y'all see what's going on. And just to confirm his point, here's another example of what he was talking about. This is A$AP Rocky, another worldly singer. A$AP Rocky said this. Ja, hier nochmal ein Künstler, Rap-Künstler, A$AP Rocky, der dann ebenfalls, das ist ein Beispiel dafür, einfach nur um es mal darzustellen, man könnte hier unzählige anführen, wo er dann davon spricht, wer glaube an Gott und wäre die meiste Zeit dann zu Hause auf den Knien und würde dann Gott zu Gott beten. Aber dann sieht man ihn in seinen Musikvideos, wie er da irgendwelche satanischen Rituale in Pentagramm vollzieht und dort irgendwelche Dämonen beschwört und dergleichen. Und das ist einfach nur die größte Heuchelei, die man sich überhaupt noch vorstellen kann. I believe in God. I'm a man. Da muss er selbst husten, wo er das sagt. Er believed, er glaubt in Gott. Who fears God and I pray to God, you know. And I don't go to church that often. I'm not gonna lie, you know. Not because I'm not religious. I just don't got the time to. No disrespect. I pray to God every night. I have a relationship with God. I don't have to go to church every time. That's my Lord, and I got my relationship with Him. Wherever two or more are gathered, you know, that's where the Lord is anyway. Right? You know what I mean? But most of the time, it's just me on my knees like this. However, he then went ahead to make songs like this. A$AP Rocky's video for Long Live A$AP, which gives a shout out to the 666 Mafia, also depicts the Grim Reaper imagery of Satan coming to collect his soul.
ASAP seems to feel that Satan's deal with him has turned out to be a ripoff, and that his obsession with materialism, despite all his worldly fame and riches, has only left him empty inside. Ja, das ist natürlich kein Wunder, das hätte ich ihm auch gleich sagen können. Das sieht man doch bei sehr, sehr vielen Künstlern auch, dass sie dort sehr, sehr verbittert sind. Da ist die Liste unglaublich lang, sei es jetzt Eminem, sei es dort auch Kanye West und wie sie nicht alle heißen, die dort gerade so Depressionen haben und depressive Phasen immer wieder haben und dann Abstürze haben sozusagen, Drogenexzesse und dergleichen, wo sie dann sozusagen in die Rehab sozusagen müssen, in die Entzugsklinik sozusagen, weil sie feststellen, dass sie den größten Fehler ihres Lebens begangen haben. Und auch hier, er sagt ja dann hier, ne, dass diese ganzen materiellen Dinge, für die sie dort ihre Seele verkauft haben, letztendlich ein Dreck sind, sondern auch noch dafür sorgen, dass sie sich innerlich vollkommen leer fühlen, weil sie merken, dass dieser ganze Liebesersatz, diese ganzen weltlichen Dinge, sie niemals diese Lücke in ihnen, dieses Loch in ihnen, diese riesige schwarze Leere füllen können, die alleine die Liebe Gottes füllen kann. Und diese Leute, wie soll ich sagen, die unterzeichnen halt diese Verträge sozusagen in ihrer absoluten Blindheit und Dummheit und Naivität, weil sie nicht an Gott glauben und denken sie, das Einzige, was hier im Leben von Wert ist, sind diese weltlichen Dinge. Und stellen dann nachher fest, was sie da eigentlich gemacht haben. Lernen dann die spirituelle Welt auch kennen, auch dadurch natürlich, dass sie mit diesen dämonischen Entitäten dort verbunden werden. Oder mit einer davon vielmehr. Und auch Nicki Minaj hat davon gesprochen, sie will endlich da nur ihre Ruhe von haben. Ne? Sie wird diesen Dämon nicht mehr los. Der kommt immer wieder und sie möchte einfach nur in Ruhe leben und eine Familie haben und bla bla bla. Ja, sie merken aber dann, dass sie Dinge heraufbeschworen haben, die sie nie wieder loswerden können. Was sie dann, wie gesagt, in absolute Depressionen stürzt und halt auch dazu bringt, dann, wie gesagt, Drogen zu nehmen, aus der Realität flüchten zu wollen. Ja, hier jetzt nochmal Verhöhnung von Christus, wo jetzt hier irgendwelche Künstler da an Kreuze festgemacht werden. Oder auch hier von Rihanna ein umgedrehtes Kreuz. Control Minds. Ja, offensichtlicher könnte es wieder nicht sein. Es geht darum, um die Köpfe sozusagen, ne, die Minds sozusagen, wie soll man es auf Deutsch am besten sagen, das Denken der Fans zu kontrollieren, sozusagen. Ne? Mit diesen satanischen Dingen. Mit allem, was unheilig ist. You see, all these famous people, all of them have marked Jesus on the cross in one way or another. Ja, alle von diesen haben Jesus auf die eine oder andere Art und Weise dort verhöhnt und verspottet, ne, weil das Teil ihres Vertrages ist. Ne, und wie gesagt, einerseits Jesus zu verhöhnen, zu verspotten, abzulehnen, auch dafür sorgen, dass andere es tun. Und dann aber halt auch den Satan zu verherrlichen, als sei der Satan ein toller Macker. Und was cool ist, daran zu glauben. Und das ist ihre Aufgabe. Dafür werden sie bezahlt. Dafür haben sie ihre Seele verkauft, ne, und meinen dort, dass sie vielleicht dadurch ihre Seele retten können, dass sie jetzt dem Satan dann so viele Seelen wie möglich dann halt einbringen. Check this out. This is Tupac. Hier haben wir Tupac. This is DaBaby. This is Madonna. And this is Lil Dicky. Ja, diese Dinge finden
vor Millionen Publikums statt. Teilweise auch dann am Super Bowl, wo dann die größte Einschaltquote des Jahres ist und, mehr, und weit über 100 Millionen Menschen dort zugucken. Bei solchen Gelegenheiten werden diese blasphemischen Dinge hier dann performt. And I've not even scratched the surface yet. Ja, mit diesen wenigen Beispielen wurde noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt. Man könnte hier stundenlang das damit ausfüllen. Remember the late Michael Jackson? Well, in his song, We Are the World, this is stated. The song states, as God has shown us by turning stones to bread, and so we all must lend a helping hand. But Satan tempted Jesus Christ and said, turn these stones to bread. But Jesus answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. The song states that there comes a time. Ja, wie gesagt, auch bei Michael Jackson. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Leute darauf reinfallen können. Auch er hat sich ja da so hingestellt, als sei er so ein Gläubiger an Jesus. Und auch er hätte sich dann immer mit Kindern umgeben. Da werden wir später nochmal zu kommen, zu seiner Aussage. Und er ist aber ein nachgewiesener Kinderschänder, ein Pädophiler. Zu 100%. Und es wird hier hingestellt, als wäre hier ein gläubiger Christ. Und wird dann Jesus vorgeschoben und einfach nur ekelhaft und heuchlerisch bis zum geht nicht mehr. Wir werden hier sogar Verse von Jesus zitiert und im Endeffekt heißt es dann hier, ne, die world must come together as one. Was ist das? Natürlich nichts anderes als die eine Weltregierung. Und in den letzten Versen wird hier gleich noch davon geredet, dass dann sozusagen die gefallenen Engel und Dämonen da sich dann versammeln, um dann sozusagen gegen Gott zu kämpfen. When we need to heed a certain call, when the world must come together as one. God's word warns that demonic spirits would bring the world together as one to fight against Christ in the end at Armageddon. What about Kendrick Lamar, who's also another famous rapper? Here's what he did. Kendrick Lamar, I have one message. Auch er, angeblich einen christlichen Hintergrund. Ne? Und dann wieder, was hat er gemacht? Auch wie alle anderen seine Seele verkauft für weltliche Dinge. Mehr braucht man dann nicht mehr so zu sagen. Dann hier noch diese Mockery hier, ne? Diese Verhöhnung, Verspottung mit der Dornenkrone von Jesus. Message for you, get that crown of thorns off your head. Everything about Kendrick's performance at Glastonbury is the complete opposite of what Jesus did on the cross. This is Jay-Z. Husband to. Das ist hier mal Jay-Z und Beyoncé, Beyoncé oder wie auch immer. Das größte und berühmteste Satanspaar der gesamten Entertainment-Branche, des gesamten Entertainment-Business, diese beiden hier. Er ist hier ja der Rap-Mogul schlechthin und sie natürlich ebenso. Das sind beides nichts anderes als Witchcraft sozusagen, als Hexenmeister, die ihre Satansrituale dort vollführen in ihren Musikvideos und in ihren Live-Performances. Beyoncé. Jay-Z also did the following. In Empire State of Mind he writes, Jesus can't save you. Ja, das ist hier ein Auszug seiner Lyrics, seiner Texte. Er sagte hier, Jesus kann euch nicht retten. Das Leben beginnt erst dann, wenn die Kirche weg ist, sozusagen. Life starts when the church ends. Oh, but he can save you, JC. Jesus can't save you, life starts when the church ends. Roman is. Ja, hier haben wir jetzt Nicki Minaj. Sie spricht jetzt hier von ihrem alter Ego Roman. Sie spricht dort wortwörtlich davon, wie das zustande gekommen ist. Hören wir uns das erstmal an. A crazy boy. Who lives in me. Ja, Roman ist ein crazy boy, wie sie hier sagt, ein verrückter Junge, der in ihr lebt. And he says the things that I don't want to say. Er sagt die Dinge, die blasphemischen Dinge sozusagen, die sie gar nicht sagen will oder kann. He was born, just a few months ago. Er wurde erst vor wenigen Monaten, in Anführungsstrichen, geboren, in ihr jedenfalls. I think he was born out of rage. Sie glaubt, er wurde aus Wut und Zorn
geboren. He's conceived in rage, so he bashes everyone. He threatens to beat people and he's violent. Ja, er ist einfach violent halt, also gewalttätig, gewaltsam sozusagen. That must be nice to have like an ignorant loudmouth who you can just sort of blame every. Er sagt jetzt hier, der Kommentator oder der Interviewer, dass es ja toll sein muss, jemanden dann zu haben, dem man dann die Schuld für diese Dinge, die sie dort ausspricht, dann zuschieben kann. He wants to be blamed. Sie freut sich jetzt hier und grinst und sagt, er möchte sogar beschuldigt werden dafür, ihr Roman. I don't want to blame him. I ask him to leave. Sie sagt hier, sie bittet ihn darum, dass er sie endlich verlässt. But he can't. Aber er kann es nicht. Er kann sie nicht verlassen, denn he's here for a reason. People have brought him out. Denn er ist hier aus einem ganz bestimmten Grund. People conjured him up. Now he won't leave. Die Leute, in Anführungsstrichen, hat sie gesagt, haben ihn heraufbeschworen und nun wird er nicht mehr von ihr weichen, sozusagen. Mit wer mit the people gemeint ist, ist natürlich da ihr satanisches Label oder wer auch immer da dann diese Satansrituale dort durchführt. Und es, wie gesagt, es könnte nicht offensichtlicher sein. Die Leute denken, dass sie diese Künstler dann irgendwelche Geschichten erzählen würden, um da irgendwie, weiß ich nicht, mehr Bekanntheit zu bekommen oder was auch immer. Aber diese Dinge sind 1:1 real. So, hier kommen wir jetzt nochmal hier zu dem Super Bowl. Das ist das Nummer 1 Event ist, der Nummer 1, das Nummer 1 Ereignis ist, das man sich aussuchen würde, wenn man so viele Menschen wie möglich erreichen will. If you had to choose one of the most watched television programs with simultaneous eyeballs watching it, you'd have to pick the Super Bowl. It's pretty much near the top. No other program garnishes the viewership like this highly anticipated night. Roughly 100 million enthusiastic viewers tune in, many of them with a super heightened state of emotion. It's one of the reasons why each 30-second Super Bowl commercial sells for a whopping $5+ million. Just before Madonna's Super Bowl performance, the pop megastar explains to Anderson Cooper exactly what the halftime show is. Ja, wie gesagt, hier bis zu 100 Millionen oder mehr gleichzeitig dort sind dort vor den Bildschirmen. Und hier spricht jetzt Madonna darüber, was dort eigentlich dann passiert. Na, es gibt viele, viele Videos darüber, die diese Satansrituale, die diese Performances dann sind. Nichts anderes und die wirklich symbolisch nicht offensichtlicher sein könnten. Und hören wir uns mal an, was hier Madonna sagt. Are you nervous about doing the Super Bowl? Oh my God, so I'm so nervous. You have no idea. I am. Really? Yeah. I mean, first of all, it's the Super Bowl. I mean, the Super Bowl is kind of like the holy of holies in America, right? Ja, Super Bowl, das Allerheiligste in Amerika. So like here I am. I'm gonna come into the like the halfway between like the church. The church experience, and I'm gonna have to deliver a sermon. Ja, sie spricht hier davon, sie kommt in die Kirche und wird sowas dann wie eine Predigt halten. A sermon, eine Predigt sozusagen. Und welche diese Kirche ist, natürlich nicht keine andere als die Kirche des Satans. Und sie wird dort ihre Predigt des Satans halten, sozusagen, dafür sorgen, dass sie angebetet wird, sprich der Satan angebetet wird, den sie dort repräsentiert. Madonna kicked off her performance with none other than an overtly occult ceremony. Being brought on the stage as a Roman high priestess or some sort of goddess, her decor has elements of ancient Egypt, Sumeria, and even Babylon, and it resembles the Sumerian Babylonian goddess Ishtar. Ja, auch hier nochmal, ne, diese ganzen musikalischen Darstellungen, Performances, Videos, was auch immer, sind natürlich übersät, vollkommen übersät mit diesen Symboliken, diesen okkulten, versteckten Symboliken und Bedeutungen. Und sie stellt jetzt hier die heidnische Göttin sozusagen Ishtar dar, die ja auch dann für
Sexualität steht und so weiter. Und das wird ja immer ganz besonders in den Vordergrund gerückt, dort die Sexualität in diesen musikalischen Darstellungen und Performances. Ne, dient vor allem halt auch der Unzucht und der Verbreitung derselben und der Verherrlichung. Ishtar was a powerful and assertive goddess whose areas of control and influence included warfare, love, sexuality, prosperity, fertility and prostitution. Prostitution hat sie verkörpert, auch wie auch unter anderem Krieg und Sexualität. Thought the same existence as men, enjoying the glory of the battle and seeking sexual experiences. Madonna's portrayal of Ishtar is therefore quite interesting, as one can argue that the pop singer has embodied throughout her career the assertive yet highly sexualized qualities of Ishtar, even achieving a state of power in the music industry that is only reserved to men. With each passing year, performances try to one-up each other with its dark imagery. Illuminati princess and occult enthusiast Beyoncé kicked up the occult theme just a notch the following year. There was Masonic checkered themes everywhere, such as this saxophone girl's outfit. Beyoncé, of course, was throwing the hand sign that is associated with the occult. And built into the stage lighting was the Gemini twins, the minor gods of Babylon whose names mean the one who is arisen from the underworld. Ja, hier diese beiden babylonischen Gesichter, Castor und Pollux, ja, der babylonische Gott der Pestilenz und der Epidemien sozusagen, der Krankheit und Pestilenz, und war der König der Unterwelt. Mhm. And the Mighty King. Both of these names are titles of Nergal, the major Babylonian god of the plague and pestilence, who is the king of the underworld. Wie gesagt, diese Leute lieben, sie sind völlig besessen von diesen Symboliken und diesen versteckten, okkulten Bedeutungen, die sie den Leuten immer wieder einfach nur unter die Nase reiben. Und die Leute sind zu dumm, zu ungebildet und zu verblendet und zu blind und weiß ich nicht was, um das irgendwie zu erkennen, was direkt den Elefanten zu erkennen, der mit ihm dort im Porzellanladen steht. Beyoncé admits that she has a spirit possessing her called Sasha Fierce. It was kind of the first time I felt something else come into me. Hier nochmal, wie gesagt, haben wir eben schon gehabt, dass sie sagt jetzt hier, das war das erste Mal, dass sie regelrecht gefühlt hat, wie irgendeine Entität in sie hineingefahren ist, sagt sie hier wortwörtlich. Und damit meint sie hier ihren Sasha Fierce, ihren Dämon, der sie so performen lässt, wie sie dann performt und alle sozusagen Hemmungen dann fallen und Sasha is my alter ego. I'm really kind of shy and not really shy, but more reserved and nothing like Sasha. She closes the performance by telling everybody to put their hands towards her. Everybody put your hands towards me. Everybody. Das ist genau das, was ich damit meine. Sie sagt hier, everybody put your hands toward me. Ne? Alle sollen ihre Aufmerksamkeit und Energie auf sie richten, sie anbeten, ihn, den Dämon, der dort in ihr ist, anbeten und den Satan in dieser Form dann auch natürlich dann anbeten. Darum, genau darum geht es dort. Nichts anderes als satanische Rituale, die dafür sorgen, dass die Menschen, ohne es zu wissen, dort Dämonen und Satan anbeten und alles, wofür sie stehen. Like Madonna, she knows this is a worship ceremony. Auch Madonna weiß ganz genau, dass das eine Anbetungszeremonie ist, wo die Leute, wie gesagt, dazu gebracht werden, Entitäten anzubeten, die dort hinterstecken, die, von denen sie nichts wissen, die sie nicht erkennen, weil sie zu blind sind. In 2015, Katy Perry, who is no stranger to super occult performances, rode into the so-called church, as Madonna puts it, on a beast. Ja, hier Katy Perry, die hier in die sogenannte Kirche einreitet, auf dem Beast, auf dem Tier sozusagen, wie es dort in der Offenbarung dort da geschrieben wird, dort hier Babylon, und sie hier in einem Flammenkleid. Wie gesagt, diese Leute lieben diese Symboliken und versteckten Bedeutungen und Messages.
Note her outfit is reddish and appears to be on fire, very reminiscent of the woman riding the beast of Revelation. Then she hits the viewers with her highly inappropriate song called I Kissed a Girl and I Liked It. Ja, ihr Name, der Name ihres Liedes, ich habe ein Mädchen geküsst und ich habe es gemocht. Ne? Auch das nichts anderes als hier, nichts anderes als Unzucht den Leuten dargebracht, dass sie damit in Resonanz gehen, ne? Homosexualität dort auszuüben und auch noch Gefallen daran zu haben und dergleichen jegliche Art von Unzucht da durchzuführen, alle Hemmungen abzulegen. Und sich dem Satan zu verschreiben, ohne es zu wissen. She then moves into a very kid-friendly looking set with bright colors and cartoonish characters dancing all around. As if to lower the guard of the suspecting parents, Katy Perry also has admitted to selling her soul to the devil to achieve. Das ist natürlich auch da, wo es in allererster Linie drum geht, nämlich die Kinder. Die Frühsexualisierung der Kinder. Ne? Und die Eltern auch noch, die ihren Kinder solchen Dingen aussetzen in ihrer Dummheit, Naivität, Blindheit. Ne? Ihre eigenen Kinder damit verseuchen und sich dann später darüber wundern und fragen, wie sie so weit kommen konnte. Her fame. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out and so I sold my soul to the devil. But it's not just occult imagery that is dangerous for Christians. Its overly sexualized nature of its dancers and lyrics is also a problem. With such performances, many of the songs promote a debaucherous lifestyle. And it probably is not a big shocker that the 2020 halftime show with J-Lo and Shakira would be anything different. And similarly, like Madonna believed that the performers were delivering a sermon, Entertainment Tonight was quick to mention these sentiments. Jennifer Lopez and Shakira took us to church. Jennifer Lopez und Shakira haben uns in die Kirche mitgenommen, ne? In die Kirche Satans natürlich. Their electric performance at the 2020 Super Bowl halftime show. Yes, the Hips Don't Lie singer turned to the camera and blessed. Ja, sie haben uns gesegnet da mit ihren schlangenähnlichen Zungen schlagen da und ne und ja, tanzen da, rekeln sich da halbnackt auf der Bühne herum und alles nur hypersexualisiert das Ganze. So, jetzt kommen wir hier zu diesem riesigen satanischen Ritual von Travis Scott auf dieser Astro World, hieß es, glaube ich, wo mehrere Tote dort es gegeben hat. Und es dem Künstler dort völlig egal war, er sich sogar wahrscheinlich daran sogar erfreute, denn darum ging es ja. Und jetzt schauen wir uns mal hier diese Symboliken an, die an Offensichtlichkeit nicht zu überbieten sind. Schauen wir uns das mal an. Als allererstes hier haben wir hier jetzt dort Teilnehmer, Konzertbesucher, die davon berichten, dass all das absolut eine dämonische und satanische Atmosphäre gewesen ist. Diese Leute sagen auch, sie sind nicht religiös, haben mit solchen Dingen eigentlich gar nichts am Hut. Aber das sind die einzigen Dinge und Empfindungen, die sie dort gehabt haben, dass das absolut dort dämonisch und satanisch auf sie gewirkt hat und dass dort eine Energie war, die für sie absolut furchterregend schon war und befremdlich war. Und schauen wir uns jetzt einmal das an. Da braucht man die Bilder sprechen da für sich, braucht man eigentlich nicht viel zu sagen. Hell. I mean, this year was just, something was different. It was just, the energy was crazy. I mean, I can't even begin to put it into words for you guys, but. I could go into like my personal opinion on like what happened. Like it felt demonic and satanic as f. And like, I'm wearing a cross right now, but like, I'm not even f-ing religious, like 0% like whatsoever. It just felt so weird. This time at Astroworld, it was totally different. It was just like a concert from hell. Ja, es war wie ein Konzert aus der Hölle und genau das war es auch. The vivid looks of terror on so many faces. Well, I really... Ausdrücke des Schreckens und des Entsetzens auf den Gesichtern der Teilnehmer, sagt hier diese Reporterin. Put me tonight like that was like some demonic like. But when I was like waiting for Travis and watching Travis, it just felt like really like eerie, like doomful, like just odd.
And it's weird because while I was there, I literally, me and my boyfriend literally used the words demonic, satanic, eerie, like while we were there without knowing what the f*** was happening. Hier schon diese Symbolik, er erklärt das jetzt gleich auch. Ne? Der Phönix hier, ein Portal in die Hölle, schauen wir uns das mal an. And there is the flaming phoenix over the red portal to what looks like hell. And that's not my opinion. This is what the fans are saying, that it felt like they were in hell. And just look at it. Flames everywhere, dark imagery, and dark, eerie sounds. People who aren't even Christian were saying that this seemed satanic and demonic. This entire festival just looked like people worshiping an idol in hell. I mean, genau das war es auch. Alle Menschen hier worshiping an idol in hell, sagt er hier, ne? Haben hier ein Götzen angebetet aus der Hölle. The flames were going, the people's arms were in the air. As you can tell, Travis Scott has a bit of an ego problem. He treats people pretty badly. Hier hat er jetzt einige Kameramänner dort von der Bühne runtergeschrien, was sie dort dann zu suchen hätten, dass sie sich doch dort schleunigst vom Acker machen sollen. Einfach nur, weil sie dort ihre Arbeit machen. Ich kenne dich nicht. Seh zu, dass du hier runterkommst. Und nach dem Motto, dann hat ihn dort irgendwie Konzertgast da wohl den Schuh ausgezogen, keine Ahnung, wie es dazu kommen konnte. Und dann befiehlt er hier dort seinen anderen Zuschauern, dass sie sich ihn schnappen sollen und ihn fertig machen sollen, sozusagen. Solche Dinge, Aufruf zu Gewalt und Brutalität, auch das wird gleich nochmal bestätigt. The way he treats people on stage and kicking off people who are just trying to do their job as a cameraman. And he gets arrested for causing chaos and anarchy and riots. Er wurde sogar danach festgenommen, weil er dort dafür gesorgt hat, dass dort Anarchie sozusagen, Chaos und ja, Riots halt, Aufstände sozusagen, Tumulte dort, ja, selbst dafür gesorgt hat, dass es dazu gekommen ist. As you can see, he's no stranger to dark and satanic themes as he's throwing up the horns. Hier er mit Marilyn Manson, auch ein Satansanbeter schlechthin. Und seine Frau, schauen wir uns auch noch mal an, was sie für eine ist. And sitting here with Marilyn Manson, who was actually at one of the Astro Worlds before. And look at this dark imagery. I mean the... Hier eingesperrt, unleashed the beast, so noch sozusagen, ne? Eingesperrt noch. Und hier wie ein gefallener Engel. The black wings of what appears to be a fallen angel. He's wearing all black, red background. This is all satanic imagery. Smoking, head down, in a cage, looking like a demon. This is Travis Scott's image. Dark, demonic, satanic. And then he had this festival where everybody went thinking that they were going to have a good time. And actually, it turned into a complete tragedy. Bill Spencer, live near NRG Park, where a memorial continues to grow tonight. And Bill, you spoke to the father of one of those fans who tried to stop the event. How are they coping with this tragedy tonight? The festival is titled after this album, Astro World. And as you can see, there's two children in the foreground. I'm not sure why there's children. Schauen wir uns das nochmal eben an. Ich gehe nochmal kurz zurück. Sehr interessantes Bild. Children in. Diese Symbolik hier, wie er hier seinen Kopf von diesem Travis Scott dort seinen Mund aufreißt und dort die Eltern, ihre Kinder dort hereinführen, regelrecht dort hereinführen, an die Hand nehmen und dort in diesen Höllenschlund hereinführen. In ihrer Unwissenheit, in ihrer Blindheit, in ihrer Ignoranz, in ihrer Dummheit und ja, Unzurechnungsfähigkeit, muss man schon fast sagen, Unmündigkeit. In the foreground, I'm not sure why there's children on the cover of an album with a parental advisory, but as you can see, there's parents walking in the background into the mouth of Travis Scott with a glowing orange glow and smoke coming out of it like a furnace. And I can't help but... Hier haben wir
den Moloch dargestellt, in einem Film Metropolis hier von 1927, wo ebenfalls die Leute dort in diesen Schlund einwandern und dort dem Moloch sich selbst darbringen, sozusagen als Menschenopfer. To compare it to the Moloch statue in the movie Metropolis, where they're walking people into the fiery furnace of the mouth of this god. And this god is a Canaanite deity associated in biblical sources with the practice of child sacrifice, which might explain why there's children on the front of the cover there. You shall not give any of your children to devote them by fire to Moloch and so profane the name of your god, Leviticus 18:21. And he defiled Topheth, which is in the valley of the sons of Hinnom, that no one might burn his son or his daughters in an offering to Moloch, 2 Kings 23:10. Notice the comparison. We see that this statue has a glowing, flaming mouth with smoke coming out of it. And who's going in? The children. And the parents are leading the children in, just like it describes in the Bible. It's hard for me to believe that this is just some coincidence, especially... Ja, da braucht man wirklich nichts mehr zu sagen. Spricht hier für sich selbst. Na, jetzt werden hier wieder irgendwelche Bibelverse angeführt, die ja natürlich nichts anderes tun, als zu belegen, dass dort Israel diese Dinge für selbst praktiziert hat. Especially with this track record of all the evil and demonic themes. As you can see here from an ancient drawing of Moloch, it's just the same. You're feeding your children to the flaming mouth of Moloch. Another eerie thing about the festival was the phrase that kept being shown on the flyers and on the background itself that said, "See you on the other side." Ja, diese Phrase wurde dort da porträtiert die ganze Zeit. See ya on the other side. Also ich sehe dich auf der anderen, oder wir sehen uns auf der anderen Seite. Was wie er auch gleich hier sagt, dann meint eigentlich sich jemand sagt, der gerade stirbt, ne, oder der bald sterben wird oder im Begriff ist zu sterben. Ne, wir sehen es auf der anderen Seite. Ne, sprich, was natürlich damit gemeint ist. Wir sehen uns in der Hölle wieder, was dieser Künstler hier dort seinen Anbetern dort sagt. Seeing someone on the other side, that's what you tell somebody when they're dying or they're dead and you're not going to see them in this life. See you on the other side. And here you can see a picture of people walking through a doorway and changing on the other side. Now the mainstream media came out and said that there was all kinds of baseless conspiracy theories coming out about the deaths that happened at this festival, saying that they're a satanic ritual sacrifice. And they're saying, wie alles, immer nur Verschwörungstheorien, Geschwurbel. No, nur bla bla bla. Alles nur, ja, fake und lächerlich. And there is no grounds for this at all, and it was just a crazy conspiracy theory. But if you get a bird's eye view of the festival itself, he was performing. Hier nochmal ein Luftblick von dem Festival, diese Bühne, hier für die Zuschauer gar nicht zu sehen. Hier vorne wird performt, und hier hinten zieht sich das Ganze zu einem umgedrehten Kreuz dann. Also, es ist einfach nur noch unglaublich, wie sie uns diese Dinge dort vors Gesicht klatschen und unter die Nase reiben. Und trotzdem sind die Menschen nicht in der Lage, das irgendwie zu begreifen. Nicht im geringsten. Performing on an inverted cross that was entering in through the portal of a glowing red hellish place. Ja, und dann halt, wie gesagt, dieses Kreuz, dieses umgedrehte Kreuz, ist dann gemündet in dieses Höllenportal. Schaue sich hier nur diese Symboliken an. In this mountain. Sometimes this mountain would be projected with eyeballs all over it and aliens and all these different dark demonic themes. So it's not so far-fetched that people would associate this festival with being satanic and demonic. Actually, auch das hier, dieses Rumgeblitze, diese Lichtshow, das kommt einem schon so vor wie bei diesem Monarch Program oder bei diesem MK Ultra, diese traumabasierte Gedankenkontrolle. Ne, da kriegt man ja schon fast epileptische Anfälle, wenn man sich das irgendwie zu lange anschaut. Und das ist nichts anderes als Hypnose sozusagen, wo man einen anderen
Bewusstseinszustand sozusagen versetzt wird, genauso wie es halt auch durch das Fernsehen passiert. Das ist, durch dieses flackernde Bild wird dann sowas ausgelöst wie eine Hypnose. Dass der Mensch dann sozusagen sich öffnet oder geöffnet wird, um dann, wie der Name schon sagt, programmiert zu werden vom Fernsehprogramm. Oder in diesem Fall halt von diesem satanischen Programm. The fans themselves were saying when they went there, it felt just so dark and eerie and demonic. Now, birds of a feather flock together, right? Travis's girlfriend, they don't really call themselves girlfriend and boyfriend, but his significant other is none other than Kylie Jenner. They have a child together. She's pregnant. Ja, hier geht's jetzt um seine Frau Kylie Jenner. Schauen wir uns mal an, wie sie sich so ablichten lässt und was für Posen und Symboliken. Right now, and Kylie Jenner was mentioned in Teen Vogue about a photo shoot she recently. Teen Vogue, ja, Teen. Was ein Teen ist, brauche ich auch nicht zu sagen. Teenager. Recently did. It says Kylie Jenner posed naked and covered in blood to nackt und mit Blut beschmiert, lässt sie sich da abfotografieren. Announce her new Halloween collection. And here is a censored version of one of those pictures that was released on her Instagram. The other ones are a lot more explicit, and I'm not even going to show those. People were screaming for the concert to stop. I mean, I'm around people there. Die Leute haben geschrien. Massen von Leuten haben dort geschrien, damit dieses Konzert da gestoppt wird. Aufgrund der Toten, die da halt auch waren. Und der Leute, die da, massenweise vielleicht nicht, aber ich glaube, es waren schon einige, dort zusammengebrochen sind und dort vor den Augen der Zuschauer dort gestorben sind. Und trotzdem wurde einfach weitergemacht dort und es hat diesen Künstler dort überhaupt in keinster Weise interessiert. They're yelling, stop the show, chant. People were chanting, help, stop the show. And that's when I was like, dude. Stop the show! 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 Was macht er? Er spielt einfach das nächste Lied an und macht einfach stumpf weiter. Ist das schließlich auch der Grund, weshalb er dahergekommen ist, ne? Um das dort auszulösen, um diese Menschenopfer da darzubringen, dem Moloch. And so he's known for inciting riots, inciting rage, inciting bad behavior like jumping the fence, jumping off. Er sagt auch hier, dass der Travis Scott dafür bekannt ist, da solche Tumulte da auszulösen und dort zu Gewalt aufzurufen und dergleichen. Dann sogar Fans da aufzurufen, andere Fans zu verprügeln und allgemein dort für Chaos zu sorgen. Of balconies and even starting fights with people. Now Billboard just released an article that says an injured concert goer claims that the festival disaster was the result of a motivation for profit at the expense of concert goers' health. Ja, hier sagt jetzt hier ein Konzertbesucher, behauptet hier, dass das Desaster dort, was da passiert ist, ein Ergebnis war von einer Motivation für Profit halt, Geldmacherei und auf Kosten halt der Konzertbesucher und deren Gesundheit und Sicherheit. Und dass dort aufgerufen wurde zu Gewalt. And safety and the encouragement of violence. Now that's what somebody said that was at the concert. They said he was encouraging violence, that he didn't even try to stop this thing. He didn't try to slow down, he didn't try to calm down the crowd, he didn't play calming music, he just kept it going and kept it going. And I've seen the videos, I've seen a lot of videos where he's up on a platform looking, making eye contact
with people who are passed out. Maybe he just thought they were passed out. Auch er sagt das hier nochmal, dass er von oben herauf, herabgeblickt hat auf die ganze Szenerie da sozusagen, das auch gesehen haben muss. Ihm war es aber egal. Er hat auch nicht dafür gesorgt, dass da irgendwie dann Ruhe wieder einkehrt oder die Leute zu beruhigen oder dergleichen oder geschweige denn da irgendwie Sicherheitskräfte herbeizurufen oder sein Konzert da erstmal vorläufig dann einzustellen, zu beenden oder zu pausieren wenigstens. Nichts dergleichen. And I'm saddened when I watch these videos and all I can think about is, where do you want to be when you're taking your last breath? Ja. In Bezug hier auf diese Szenerie, wo die Leute da gestorben sind, wo möchtest du sein, wenn du deinen letzten Atemzug tust? Möchtest du dann feststellen, dass du auf diese billigsten Dinge hereingefallen bist, den Satan in Form von diesem sogenannten Künstler dort angebetet hast und dich dort in dieses Portal zur Hölle reinlocken hast? That last dying breath, I can't imagine what those people were going through as they're laying on the ground, surrounded by people just jumping up and down, raising their hands to an American idol, listening to these demonic, satanic beats, and that's the last thing they see as they go out. You know, they recreated that movie, The Craft, in 2020. Hier spricht jetzt eine ehemalige Hexe sozusagen davon, die Witchcraft sozusagen, Hexerei betrieben hat. Spricht hier von einem Film, The Craft, das heißt, glaube ich, der Club der Hexen, glaube ich, auf Deutsch, der nochmal neu verfilmt wurde. Und sie spricht jetzt davon, dass dort echte Hexen auf dem Filmset waren, die dort ihre Hexerei, ihre Casting Spells, wie es dort in Englisch genannt wird, dort ihre dunklen Zauber dort gesprochen haben, während dort dieser Film aufgezeichnet wurde, gefilmt wurde. Später werden wir auch hören, dass das auch im Musikbusiness stattfindet. Dass dort solche sogenannten, was weiß ich hier, Satansprediger oder Satanisten, satanische Priester sozusagen, dort Flüche beten über diese Lieder, die dort aufgenommen werden. Und das findet auch ja nicht nur im Hip-Hop-Bereich statt, sondern natürlich auch im Metal-Bereich. Das haben wir schon vielfach gehört, dass dort wirklich dämonische Entitäten heraufbeschworen werden und mit dieser Musik, mit diesen Liedern dort regelrecht verschmolzen werden. Ja. They recreated the movie and they invited real witches on the set, and they had the witches before they would do a scene to cast spells and then to invite the actresses to come into this circle with them while they were releasing spell words over the viewers and over the scene. Das ist absolut wichtig zu erkennen und zu verstehen, was dort passiert. Es werden dort Spells gecastet sozusagen, es werden dort Flüche ausgesprochen und dunkle Zauber, schwarze Magie, die in direkten Zusammenhang mit Dämonen stehen, über diese Zuschauer, Zuhörer ausgesprochen. Für die meisten natürlich wieder nur alles nur Geschwurbel und lächerlichste Verschwörungstheorien. Da fällt mir wieder nur ein Wort ein: Kanonenfutter für den Satan. And they broadcast it and wrote articles like, isn't this amazing? We're getting real and raw with these real witches. And people are playing it in their home and it's entertainment. And, you know, Charlene, I always say the first part of entertainment is enter. Entertainment. Das erste Teil des Wortes Entertainment ist enter. Sprich, enter, was in einen hineinkommt, was in einen hinein, was man in sich hineinlässt, vielmehr. Ne? Und das ist es absolut wichtig für jeden Menschen dort zu schauen, was man dort in sich hineinlässt. Sei es schon mit der Nahrung angefangen, ne?
indem man dort irgendwelche Leichenteile in sich hineinstopft, unreflektiert. Und jetzt meint irgendwie, Gott und Jesus hätten das ja erlaubt, ne? Indem man dort auf diese Lügen vom Satan hereinfällt. Oder halt auch sich mit geistigen Dingen, was man dort in sich hineinlässt, in seine Ohren und in seine Augen und in seinen Geist. So be careful what's entering your home. Taylor Swift is a satanic witch. She has shown countless of times that she is a... Haben wir jetzt Taylor Swift, den ganz neuen Star hier. Ihre Fans, absoluter Kult, die nennen sich ja die Swifties, absolut ihr verfallen. Und sie auch selbst sagt hier, dass sie dort beschäftigt ist dann mit Casting Spells, auch wie gesagt hier. Sie gibt es dort selber zu, dass dort Zauber und Flüche ausgesprochen werden über ihre Zuhörer. Und hier dann auch Creating Inside Jokes, also Insider-Witze, die da gemacht werden. Ne? Sprich, wo dann halt die Illuminaten sozusagen sich noch darüber totlachen, weil sie ja diese Symboliken verstehen und so alles, was dahinter steht. Nur der dumme Zuhörer oder Zuschauer natürlich nicht. Kann ja teilweise auch gar nicht, dann, weil das ja junge Kinder sind. Aber die Eltern wenigstens, die ja die Pflicht haben, dort auf ihre Kinder aufzupassen und auch dafür zu sorgen, sie zu erziehen und sie von solchen Dingen fernzuhalten, zu beschützen davor, was aber ja in keinster Weise stattfindet, sogar im Gegenteil noch. Sie sorgen dafür, dass sie diesen Dingen ausgesetzt werden, indem sie solchen pädophilen Organisationen wie zum Beispiel Disney ausliefern, irgendwelche Disney-Filme gucken lassen und so weiter und so fort. Reins, das ist ein einziger Haufen von dreckigen, widerlichen Pädophilen, ist Disney zum Beispiel. Ne? Man muss sich da nun mal damit auseinandersetzen, auch das nichts als offensichtlich. Viele, viele Mitarbeiter schon auf höchster Ebene für Pädophilie verurteilt, im Gefängnis gewesen und nachher wieder eingestellt von Disney. Das sagt schon alles. Habe ich in meinem Videos auch schon teilweise behandelt und dargelegt. Satanic Witch. In a recent Instagram post, she mentioned casting spells when talking about the Eras Tour concert film that's been in theaters. Or the Erase Your Mind Tour concert film that's been in theaters. Because people that attended the concert talked about how they had amnesia. Eras. Da fehlt noch ein E, dann haben wir hier Erase. Ausradieren, sozusagen. Und zwar deren Erinnerung, die Erinnerung von den Zuschauern. Viele, viele Zuschauer haben davon berichtet, nach den Konzerten hier von Taylor Swift, die sie besucht haben, dass sie völligen Blackout hatten, sozusagen, dass sie nicht mehr wussten, was da passiert ist, dass sie keine Erinnerung mehr an das Konzert haben. Was genau daran liegt, an diesen Casting Spells, dass sie dort hypnotisiert werden sozusagen, in einen anderen Bewusstseinszustand gebracht werden und sich danach gar nicht mehr überhaupt daran erinnern können, was da überhaupt vorgefallen ist und was sie dort erlebt haben und dergleichen. Das muss man sich mal vorstellen. From said concert. This is because Taylor Swift is casting spells through her music. She is a high-ranking witch, or she is a he, but that's another discussion for another time. Even in one disturbing clip, you could see kids gathered around chanting Taylor Swift in a ritual circle, a satanic circle. They probably didn't even know what they were doing, but they've been mind controlled from her music because her music is putting out a demonic energy. Das ist, wie gesagt, Mind Control. Hypnotisierung, ohne dass die Menschen das überhaupt merken und sie dann dazu gebracht werden, sie anzubeten. Und letztendlich dann natürlich auch die dämonischen Entitäten, die sie repräsentiert, die in ihr sind und den Satan selbst dann, ohne dass sie halt, wie gesagt, halt merken. Und wie gesagt, diese Künstler, gerade hier, die solchen absoluten Status haben hier,
Celebrity-Status hier wie Taylor Swift oder wie Beyoncé oder wie Rihanna, die absoluten Top-Celebrities sozusagen, das sind nichts anderes als Satanic Witches, wie es hier gesagt wird, wie Hexenmeisterinnen, die dort ihre Performances als Rituale praktizieren und dafür Sorge tragen und die Leute dazu bringen, den Satan anzubeten, sprichwörtlich und wortwörtlich. Music is mind controlling the masses that listen to her music. Her fans are almost like a cult. They refer to themselves as Swifties. She is constantly pushing witchcraft and Satanism in her songs, in her music. And if you speak out against it, they will use politics to try to make you look crazy. Just like this article says, former MAGA candidate accuses Taylor Swift. Ja, hier spricht das nochmal an. Leute, die das erkennen und aussprechen, darauf hinweisen, die werden dann der Lächerlichkeit preisgegeben und dann einfach gesagt, ja, das ist doch alles nur Geschwurbel und Verschwörungstheorien. Wie kann man an so einen Schwachsinn nur glauben? Ne, auch hier ein MAGA-Kandidat, also hier Make America Great Again von dem selbst pädophilen Donald Trump. Beschuldigt dann hier Taylor Swift der Hexenmeister oder der Hexerei sozusagen. Aber das ist nur alles eine Übertreibung. Ja, genau. Of witchcraft, and it's a stretch. No, it's not a stretch. And no, I'm not part of the mega cult. The mega movement is a cult within itself. But Taylor Swift has constantly flashed the all-seeing eye symbolism. She is. Auch hier wieder mal dieses eine Auge, das Zuhalten des anderen Auges, womit sie sich als Satansanbeter, als Devil Worshipper dann ausweisen und dort Stellung beziehen, was dann halt jedes eine allsehende Auge den Satan repräsentiert. Constantly flashed the butterfly symbolism, which is to do with MK Ultra, which is to do. Dieser Monarchfalter repräsentiert ja nichts anderes als das Monarchprogramm, das Monarch Program, der Mind Control, Mind Control of the Masses, sprich wie die Massen halt deren Gedanken kontrolliert werden können. Und darum geht es. Darum geht es. Und um nichts anderes. With mind control. Make no mistake about it. Taylor Swift is a high-ranking witch, is a high-ranking member of the occult. And she is doing her part to mind control the masses. Sie spielt ihre Rolle laut dem Blutvertrag, den sie mit Satan geschlossen hat, der ihr dann im Gegenzug, wie gesagt, all diese weltlichen, irdischen Dinge, materiellen Dinge und auch Ruhm und Fame sozusagen dann gewährt, wonach diese sogenannten Künstler dann hier ja, wie soll ich sagen, was sie ja so gerne haben würden, dass sie sogar bereit sind, dafür ihre Seele zu verkaufen. Ne? Und hier nochmal, das ist sie. Sie ist selber dieser Monarchfalter. Sie selber ist Opfer dieses Monarch-Programms geworden und hat gewisse oder ganz gewiss viele alter Egos dort durch dieses Trauma-Based Mind Control Program dort injiziert bekommen, kann man sagen. Ja, und natürlich tut sie dasselbe dann halt auch im Auftrag ihrer Hintermänner, des Satans letztendlich auch, tut sie das mit den Massen. She is doing her part. She's doing her part to take as many people as she possibly can. Ja, sie spielt ihre Rolle, um so viele Seelen wie möglich mit sich zu reißen. Wie es der andere Künstler auch eben gesagt hat, ne? Ich nehme euch alle mit euch,
mit mir. Ich nehme euch alle mit mir in die Hölle, ihr dummen Idioten. Into hell with her. That's why you need to wake up and realize that these musical artists, most of them, are casting spells through their music. They are casting certain types of emotions through their music. They are warping your mind through their music, making you think certain things through their music, making you act certain ways through their music. It is sick. It is disgusting. It is not right. You could listen to a song that is very depressing, and if you keep listening to that song, in return, you will feel depressed. You can listen to a song that's about being a gangster. Er redet ja auch davon, dass durch Musik natürlich auch Emotionen transportiert werden, womit dann sozusagen die Zuhörer dann auch in Resonanz gehen. Darum geht es ja auch in allererster Linie, damit die Zuhörer dort mit diesem Künstler dort erstmal in Resonanz gehen, sozusagen, sich dort hineinversetzen, eins mit ihr werden, mehr oder weniger, und sie dann letztendlich dann auch anhimmeln und anbeten, weil sie ja so tolle Musik macht und so toll performt und tanzt und singt. Und dann dadurch öffnen sich dann diese Zuhörer, in diesem Fall natürlich in allererster Linie Kinder und Teenager, und sind dann natürlich absolut offen wie Scheunentore gegenüber allen möglichen Dingen, die dort transportiert werden, sprich jeglichen unheiligen und gesetzlosen Dingen, satanischen Dingen, Unzucht und allen möglichen Dingen, auch gerade auch im Rap-Business halt, dieses ganze Gangstertum, was da absolut verherrlicht wird, wo es als was Tolles hingestellt wird, dass man jetzt Drogen nimmt oder mit einer Pistole rumrennt oder ja, Leute erschießt und Frauen als in Anführungsstrichen Bitches bezeichnet und herabdegradiert und beleidigt und als minderwertig betrachtet sozusagen. Und solche Dinge, alle solche Dinge werden dort verherrlicht und diese Dinge werden dort auch aufgenommen von den Zuhörern natürlich. Und je öfter sie sich diesen Müll anhören, desto mehr wird dieser Müll Teil ihres Denkens und ihrer absoluten, ihres Glaubens und ihrer Überzeugung natürlich auch. Und umso mehr werden diese Zuhörer dann auf die dunkle Seite gezogen, alle Tugenden sozusagen, alles was heilig ist, wird über einen Haufen geworfen, über Bord geworfen und dann mit dieser Dunkelheit dann ersetzt. And doing certain things. And if you keep listening to that, you will take on that persona and act that way. And this is what Taylor Swift is doing, because mostly her audience consists of kids. And she is manipulating the minds of these kids. Because at a young age, she is forming them into what she believes. In einem jungen Alter, so früh wie möglich, werden dort Kinder und Jugendliche geformt in ihrem Denken, in ihren Überzeugungen, ihren Glauben, ne, geformt nach dem Ebenbilde Satans und nicht etwa nach dem Ebenbilde Gottes, dem Christus, der als Same in jedem von uns wohnt. Dieser Same muss aber durch das heilige Gesetz, das Wasser des Lebens, wie Jesus es nannte, erstmal zum Wachsen gebracht werden. Natürlich wird hier alles andere vermittelt als das heilige Gesetz. Das sollte jedem klar sein. The occult, the satanic rituals that she commits, the satanic things that she does on a daily basis. So it's best to just wake up and realize this. Why else would people say they didn't remember anything from going to her concert? They had amnesia. Why else is that? Ask yourself that question. Is that normal? No, it's not.
because they are putting you in a trance-like state. This is what television does too. Television will put you into a trance. Ja, hier sagt das nochmal, ne? Dass man sich ja mal fragen muss, wie kann es überhaupt sein, dass viele, viele ihrer Zuschauer dann davon berichten, dass sie quasi einen Blackout haben und nicht mehr wissen, sich da nicht mehr dran erinnern können, was dort auf dem Konzert vor sich gegangen ist. Und wie anders kann es sein, was könnte anderes der Fall sein, als dass sie dort in einen trance-ähnlichen Zustand versetzt wurden, hypnose-ähnlichen Zustand, wie es auch, wie gesagt, wie ich eben schon angesprochen habe, auch beim Fernsehen der Fall ist, durch diese dieses Bildflickern, diese Bildrate, die dort ausgestrahlt wird. Auch das erzeugt einen trance-ähnlichen Zustand, damit die Menschen, wie gesagt, dann nach Belieben programmiert werden können, im wahrsten Sinne des Wortes. Like state. And you might not realize what is going in, but your subconscious is picking up on everything. Ach, er sagt es nochmal hier, auch wenn man das gar nicht wahrnimmt, wenn die Personen gar nicht wissen, woran sie da überhaupt teilnehmen, so ist doch das Unterbewusstsein, nimmt all das wahr und ohne dass sie es überhaupt merken. And is absorbing it like a sponge. Nimmt es auf wie ein Schwamm. So beware of what you allow yourself to listen to. Beware of what you allow yourself to watch. Beware of what you allow yourself to take in. Beware of what you allow your children to watch, to listen to take in. Ja, wie gesagt, seid sehr, sehr vorsichtig und achtet darauf, was ihr in eure Augen, in eure Ohren, in euren Geist hereinkommen lasst oder hereinbittet sogar noch. Und auch natürlich, wenn ihr Kinder habt, was, dass ihr eure Kinder vor solchen Dingen schützt. Because they could be taken in a form of witchcraft. Without them even knowing. And this is what you see happening with Taylor Swift's music. This is what you see happening with the Swifties, as they refer to themselves. Because the Swift... Werdet ihr Teil eines Kults, so wie auch ihre Fans hier sich die Swifties nennen, die zu einem Kult... oder ein, die, ja, sprich ein sprichwörtlicher Kult sind und diese Person hier wie ein Götzen anbeten. Swifties are a cult. The Swifties are obsessed with Taylor Swift. So be careful of what you allow yourself to take in, because these musicians are not for you. They work for Lucifer. They work for Satan. They work for the occult. Diese sogenannten Künstler arbeiten für niemand anderes als für Lucifer und für Satan. And they are pushing their agenda through their music to mind control the masses. Ja, hier werde ich das Video erstmal unterbrechen. Hier kommen wir jetzt gleich zu ihm hier. Michael Jackson, dem King of Pop, dem sogenannten. Und da wollen wir uns das mal anschauen. Und ja, hier möchte ich das Video, wie gesagt, erstmal den ersten Teil hier unterbrechen und dann den zweiten Teil dort weitermachen. Und ja, bedanke mich erstmal bis hierhin für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Video. Friede sei mit euch.